always gives me great joy and happiness to be here in my second home. In India, we say the mother's house is the second home, and I think of Yoga Vidya like that. And I can never forget when I came here the first time, and it was time for me to leave, I started crying. I still don't know what happened. I think it was the wonderful energy here, and with Sukhdev and Swami Nirgunanand and everybody. Yoga Vidya is truly an extraordinary place, and I'm very happy and honored to come here and teach. Guten Abend. Namaste. Ich freue mich, dass ich hier bin. Es ist immer, als würde ich, das ist mein zweites Zuhause. Und in Indien haben wir einen Spruch, der sagt, nach Hause kommen ist wie nach zur Mutter kommen. Und so fühle ich mich, wenn ich hierher komme. Und das liegt sicher an den Energien, die hier sind. Und als ich das erste Mal hier war, musste ich weinen und ich wusste nicht mal warum, aber das sind die guten Energien, die hier sind. I'm sorry, I'll go slower next time. I'm going to tell some stories today, and after teaching meditation from the Tantras, I think stories are very good. There's always a lesson in them. Ich werde euch heute Abend einige Geschichten erzählen und eine Meditation werden wir machen, und in diesen Geschichten sind immer Botschaften für uns. The first story is about the Tulsi tree. Die erste Geschichte ist über den Tulsi-Baum. The Tulsi, as you know, is very well revered and it's prayed to. Wie ihr wisst, ist der Baum sehr... Also, okay. Let me try it that way. As you know, the Tulsi tree... Entschuldigung, wie ihr wisst... Okay, it's the first time for me. Das ist das erste Mal. Wie ihr wisst, ist der Tulsi-Baum ein sehr angesehener Baum, zu dem gebetet wird. You can already see the miracle of the Tulsi tree that my translator is speaking in English and not German. Und ihr könnt jetzt alle das Wunder des Tulsi-Baumes erleben, indem meine Übersetzerin plötzlich Englisch sprach. The Tulsi is known world over for its healing properties. Der Tulsi-Baum ist weltweit für seine heilende Wirkung bekannt. Now, as you are aware, that Krishna had many wives. Ihr wisst vielleicht oder wisst sicherlich, dass Krishna mehrere Frauen hatte. And Satyabhama, his wife, who was the richest out of all of them, told Krishna one day, I think I'm going to weigh you with my gold. Und eine seiner wichtigsten Frauen sagt ihm eines Tages, ich werde dich mit meinem Gold wiegen. So Krishna sat on these scales. Also Krishna setzte sich hin, um gewogen zu werden auf dieser Skala. And Satyabhama kept putting all her gold onto the other scale. Und die Frau packte ihr gesamtes Gold, ihre gesamten Reichtümer auf die andere Seite der Waage. And the scale did not move at all. Und diese Waage bewegte sich aber nicht. Finally, all the gold from the kingdom was put on that scale. Und schließlich packten sie das gesamte Gold des ganzen Königreichs auf die Waagschale. And Satyabhama took off all her jewels and put them on the scale. Und sie, die Frau nahm alle ihre Juwelen ab und legte sie mit auf die Waagschale. And Krishna kept looking at the scales with a smile in his eyes and a naughty expression on his face. Und Krishna beobachtete das die ganze Zeit mit einem Lächeln und einem ziemlich frechen Gesichtsausdruck.
And Satyabhama said, I am the richest woman. What is happening? Und Satyabhama sagte, ich bin die reicheste Frau. Was ist passiert? Then Rukmani, his other wife, came with a tulsi leaf. Und dann kam seine andere Frau mit dem Tulsi. She folded her hands and put it on the gold. Sie faltete ihre Hände und legte es ab. And immediately the scale became heavier than the one on which Krishna was sitting. Und in diesem Moment wurde diese Waagschale schwerer als die, auf der Krishna saß. So you see how powerful the tulsi is in its energy, and just with devotion it is possible to accomplish so much. Also seht ihr, wie wertvoll Tulsi ist, und allein durch die Hingabe kann es so. Tulsi is the only leaf which is offered to all the gods. Tulsi ist die einzige Pflanze, die an alle Götter geopfert wird. And it can be rewashed and offered again. Und es kann danach gereinigt und wieder geopfert werden. Now the other story I'm going to tell you is about the Bael tree. Eine andere Geschichte, die ich euch erzählen möchte, ist über den Bael, über die Bael tree. It's found in India. Es ist eine bekannte Pflanze in Indien. And the Bael leaves are used as an offering to Shiva. Und die Blätter dieser Pflanze werden als Gabe, als Opfer an Shiva genutzt. One day on Mahashivratri, when everybody fasts, there was a hunter who was hunting for some food for his family. Und da war eines Tages ein Jäger, der Nahrung für seine Familie jagen wollte. And he hadn't found any food at all day. Und er hatte den ganzen Tag nichts jagen können, keine Nahrung. It was sunset. Es war bereits Zeit des Sonnenuntergangs. He did not know what to do, as his children and wife were hungry at home. Und er wusste nicht, was er tun sollte. Seine Frau und seine Kinder warteten hungrig zu Hause. So he found this lake, and near this lake there was this tree. Und dann fand er einen See, er traf auf einen See, und in der Nähe dieses Sees war dieser Baum. He climbed onto the tree, and it was like a lookout. Er kletterte auf den Baum und er hatte dort einen guten Ausblick. It was quite some time, and then this beautiful deer came. Es war sehr still und da kam ein wunderschönes Reh oder Wild. The hunter prepared his bow and arrow. Der Jäger bereitete seinen Bogen vor, um zu schießen. But what happened was, there was a pot hanging from the tree, and under the tree, under that pot, was a Shivling. Pot? unter diesem Baum war ein Shivalingam. Er hing an diesem Baum. So when he moved himself, there was water in the pot which fell on the Shivling. Und als er sich bewegte, kam Wasser dort heraus und fiel in die Schale dieses Shivalingams. And immediately when that happened, there was kindness flowing in the hunter's heart. Und in dem Moment, als dies geschah, strömte sein Herz voller Freundlichkeit und Liebe. The deer looked up at the hunter and said, please let me go. I have my children at home. Das Reh schaute den Jäger in die Augen und sagte, bitte lass mich doch gehen. Ich habe meine Kinder zu Hause. Now, because the water had fallen on the Shivling, this purity which had come into the hunter's heart, he told her, okay, you go, but you come back tomorrow morning because I have to feed my children. Also aufgrund dieser Reinheit dieses Shivalingams hatte er Mitleid mit dem Reh bekommen, weil sein Herz dadurch so rein geworden war. Und er sagte dem Reh, gut, so machen wir es, ich lasse dich gehen, aber morgen früh komme wieder, weil meine Kinder warten auch zu Hause hungrig.
Then the second half of the night started and the dear sister came. Dann schritt die Nacht voran und die Schwester dieses Rehs tauchte auf. The hunter prepared himself to shoot. Und wiederum bereitete sich der Jäger vor zu schießen. Again the porter water fell on the shivling. Und wiederum quoll Wasser über diesen Shivalingam. And it was again what happened was there was more purity in the hunter's heart. Und die Reinheit in dem Herzen des Jägers wurde noch größer. She looked up at him and he just said, go. Die Schwester des Rehs schaute ihn an und er antwortete nur, geh. The third quarter arrived and the husband of the first deer came. Und dann kam der Mann, der Ehemann des ersten Rehs. The hunter prepared to shoot him. Der Jäger bereitete sich wiederum auf das Schießen vor. Again the water fell on the shivling. Und wiederum fiel Wasser auf den Shivalingam. And this time the hunter realized, I will not kill this creature. Und in diesem Moment wurde dem Jäger klar, ich kann diese Lebewesen nicht töten. When it was morning, the two deers and the male deer and all the children came. Am nächsten Morgen kamen alle diese Rehe zusammen mit ihren Kindern. And they said to the hunter, please kill us, please kill us. Und diesmal sagten sie, bitte töte uns, bitte töte uns. And the hunter said, no, I'm not going to kill any of you because I love you. Der Jäger sagte, nein, ich kann niemanden, ich kann keinen von euch töten, weil ich euch liebe. So what happened was that because it was Mahashivratri and the water fell on the shivling and leaves fell on the shivling, it was an offering to Lord Shiva. Also was war dort passiert? Es fiel Wasser auf diesen Shivalingam, die Blätter dieses Baumes fielen auf den Shivalingam. Und das war wie eine Opfergabe an Shiva. And his blessings made the hunter pure in his heart and full of love for everything. Und diese Gaben machten den Jäger rein in seinem Herzen. It is said that if we offer bay leaves, that is leaves from this tree, to Shiva, he will be very happy and give us purity of the mind and the soul. Und es wird gesagt, wenn wir Blätter dieses Baumes an Shiva opfern, dann wird er uns Reinheit des Herzens geben. And namaste. Thank you for the double translation.